Tenía miedo aquí durante la época. ¿Cuánto tiempo usted ha permanecido aquí durante esta? Yo estuve, I was maintained in Auschwitz until December when the Russian came near. Then they took us to Ravensbrück. The women's concentration camp. Yes. Mm-hmm. And from Ravensbrück they sent us in Westphalia to a factory who made pieces for airplanes. And from when the American came near, they took us to Sonnenfeld. And from Sonnenfeld, at night when it was bombing, they took us. On the way to go in another place, I don't know where they took us, the woman, and this time, I fall asleep walking. And when I wake up, I find myself in a wood. And I just put myself on the floor and I don't went back to the group. And then I went back to Leipzig. I spoke then this time perfect German because that was the second language in Hungary. And I presented myself in an Arbeitspolizei place. And I told them that I am a Hungarian fugitive. And they put me in a restaurant for washing. And so I survived. Does it seem like a long time ago? Oh, yes. Back, or does the souvenir come no, back? No, that is only I just was, I never spoke about this. I understand. And my son is a little angry because he never knew of our past, not from his husband, not my husband, yes. Not from me, because I don't like very much to speak that. About. Yes. And so that is the first time that really, really I speak yes. about. My husband was taken from Auschwitz selecting to Mauthausen, where he went with my father, a nephew of me, and my brother Felix. I had a brother from 21 years. They punished one day very hardly my husband, I don't know for what. My father wanted to help him and they killed him immediately there. And ran there my brother to help my father, they killed him there too. And my nephew too, because they were together, the three. So in this minute, they killed my father, my brother and my nephew, but my husband remained alive. And we had our four children again. My first son's name is Felix too, it's my brother. My second son is Alexander. My third son is Michael. And this is Henry. Thank you very much for that. Thank you so Were you much. Actually in Birkenau? Were you or in Birkenau? I came, when we arrived, they put us in Tsiganer Lager. Oh, Tsiganer Lager, yes. Yes. And from Tsiganer Lager, they put us here in one of the barracks. I didn't yes. know in this time that is Birkenau, Auschwitz, yes, or what that is. But yes, then in December they tried to take us out, and they took us from here to Ravensbrück. Okay. And there was a selection. Were you afraid in those days? I don't know. With survival? I don't know either. You know, you get so apathetic. Yes. It's the same to die, to live. I don't even was thinking. Beautiful. I know only one thing. When I came home and I find that nobody is more in life from my family, I went in the cemetery and to my grandfather's tomb. Mm. And I didn't know that my husband will come back because I heard that he had flak typhus in Mauthausen. Yes. So, but he came home and he find me in the cemetery. Yes. And I told him I wish to die. He says, all right, Carolina, you wish to die, I die with you. But if we live, we can have new children, we can have life a new on. Life, mm. and we have to begin. And I saw that he is right. Thank you very much for that. That's very nice. Thanks for sharing your thoughts with us. Oh, don't do it, please. Gracias. Yes. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much.
Yes. Do you speak German? Yes. Wir sind auch von Deutschland. Von wo sind Sie? Thüringen. Von Türk? Thüringen. Von Thüringen, ja. Do you know Erfurt? Also Ecuador. Erfurt, no. Erfurt. No, wo is this? South from Berlin. Oh, ich war hier in Berlin. Nicht? Ja, 4 years war ich in Berlin. Von wo sind, wo leben Sie jetzt? Wir leben in Thüringen noch, das ist in der Mitte Deutschlands. Oh, in the middle of Deutschland. Ja. Ich habe sehr viel vergessen zu sprechen Deutsch, warum ich musste zu lernen Spanisch, Englisch und andere Sprachen. Ja. Aber danke, dass ich Ihnen zuhören durfte. Thank you for listening. Oh, Ihren Namen? Sebastian. Caroline. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. I hope so, because ich bin sehr alt. Of danger, the family wanted Hello. To get there, but they were separated. Sie sind von Deutschland? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Darf ich Sie mal ansprechen? Das ist ein Schüler von mir. Oh. Ich bin eine Lehrerin und er sagte mir, Sie haben... Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe vergessen, es ist schade, dass ich habe vergessen, Deutsch zu sprechen. Aber das ist doch überhaupt... Sie waren hier in Auschwitz? Ich bin gewesen in Auschwitz. Sie hier? Ich bin eine... Ich komme von Auschwitz. Und von Auschwitz, ich bin nach Hause gegangen. Ich habe meinen Mann, er ist auch nach Hause gekommen. Und dann, ich habe einen Sohn gehabt, Felix. Und von Tschechoslowakien, wir sind nach Prag. Von Prag, wir sind nach Peru gegangen. Und ich lebe in Peru. Und wie lange waren Sie hier in Auschwitz? Ich war zwischen 43 und 44 ich bin gekommen. Und in 45 ich bin in Leipzig befreit geworden. Befreit worden. Ja. Und Sie waren hier in diesem Frauenlager? Ich war in einer von diesen Baracken. Wenn wir sind angekommen, ich war in einem Zigeunerlager. Ich weiß nicht, wo das Zigeunerlager ist. Das Zigeunerlager war hier drüben. Ja. 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 Und hier, ich bin mit einem von meinen vier Söhnen. Und das erste Mal sind Sie heute wieder hier? Bitte? Sind Sie das erste Mal? Ja, ich bin das erste Mal hier. Ist das nicht ganz furchtbar? Ich bin sehr proud. Ich werde Ihnen etwas sagen. Ich bin gekommen wie ein Häftling. Und heute bin ich eine freie Frau. Ich habe andere vor. Ich habe verloren hier 2 Söhne, aber ich habe heute 4 Söhne. Meine Söhne haben Kinder. Und ich bin eine freie Ich bin eine glückliche Frau. Ich bin wirklich eine glückliche Frau. Wir wünschen Ihnen alles, alles, alles Gute. Und danke vielmals. Vielen Dank, dass Sie Was werde ich? Caroline ist mein Name. Ja, Bettina Vogt, ich bin Geschichtslehrerin und ich bin... Oh, das ist sehr schön. Ich habe ihn kennengelernt, ja. Er spricht mit einem deutschen Dialekt und an Anfang, ich habe ihn sehr verstanden. Darf ich mit meinen Schülern noch eine Aufnahme von Ihnen machen? Ja, bestimmt. Mit so schönen jungen Kindern. Können Sie noch mal kurz warten, ich muss mir schnell die Nase putzen. Don't cry. I don't cry. Ich weine nicht. Ich bin... Antje, stell dich doch vielleicht rüber. In die Mitte, hä? Nee. Ich bedanke mich vielmals. Ja, wir uns auch.
Thank you. Danke. Alles Gute für ein neues Leben. Schönen Anfang. Alles Gute. Alles Gute. Danke.